diagonalview.de, heute in Polen, an einem Ort, an dem man sich vielleicht nicht so gern aufhält, denn hier werden Särge hergestellt. Und damit sich die Dinge auch verkaufen, steht heute eine etwas andere Fotosession auf dem Plan. Zusammen mit Model Agnieszka werden Werbefotos geschossen, um den Verkauf anzutreiben. Bereits seit 5 Jahren hat der Sargmacher Zbigniew Lidner Kalender produziert mit nackten Frauen in Pose auf Särgen. Wobei der Tod ja eigentlich keine sexy Sache ist, scheinen seine außergewöhnlichen Kalender ein gewisses Publikum zu erreichen. Wir dachten, ein Sarg kann auch ein interessanter, ansprechender Artikel sein. Der Sarg ist ein Tribut an den Verstorbenen und ein Element des Abschiedes. Und ein Sarg kann auch richtig schön sein. Und in diese Richtung gehen wir hier. Und ein gutes Model kann natürlich in jeder Situation posen und mit etwas Fantasie die Schönheit hinter diesem Projekt erkennen. Als ich einen der Kalender gesehen habe, dachte ich mir, ja, das sind aber hübsche Frauen. Ein großartiger Fotograf, tolle Bilder, aber diese Särge, das ist irgendwie kontrovers. Besser kann man es wohl nicht sagen und sicherlich kommen die nackten Models auch nicht zur Beerdigung.